Jetzt sind wir hier am Stand von Ibanez. Hier ist der Stefan Killermann von Ibanez. Hi Stefan. Servus. Der Stefan wird uns jetzt mal ganz kurz was von den Bassneuigkeiten von Ibanez zeigen. Da gibt es ja viele abgefahrene Sachen auch. Der Single Cut, der Siebenseiter. Und jetzt da hinten natürlich der... Na, das schauen wir uns gleich an. Richtig, genau. Und zwar... Das hier ist das Eck für die Bässe der Ibanez Bass Workshop Serie. Und zwar die Bass Workshop Serie beschreibt praktisch die Gesamtheit aller Bestrebungen, Nischenkonzepte für Bassisten zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Zum Beispiel hier haben wir eine Neuheit. Das ist der BTB 33 Volo. Das ist ein Short Scale Bass mit 33 Zoll Mensur im Vergleich zu den anderen BTBs, die alle 35 Zoll haben. Und wir haben hier ein Instrument, das ein Fünfseiter, der aber auf E gestimmt ist mit einem hohen C. Also das ist gerade für Solo-Bassisten oder für Solo-Spiel relativ geeignet, hier mit einer Fingerrampe. Die ist eben von der Höhe einstellbar, das heißt, ich kann hier super flexibel und individuell mir das Modell einstellen, so wie ich es haben möchte. Direkt nebendran sehen wir eben den größten... Ich glaube, Matthew Garrison spielt auch so ein Bass in genau der gleichen Stimmung. Halt wie ein Sechsseiter, nur halt als Fünfseiter-Bass ohne H-Seite. Ja, das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so... selten oder abgefahren. Das ist ja tatsächlich eine sehr gute Lösung für eben Solospiel. Und hier direkt nebendran sehen wir den größten BTB sozusagen mit der 35 Zoll Mensur und 7 Saiten. Der wurde vor 2 Jahren vorgestellt, hängt hier im Endeffekt, um die Serie zu komplettieren. Direkt im Anschluss rechts daneben haben wir den... 2 Halsstäben auch drin. Also genau. Richtig. Ja, ordentliche Kiste auf jeden Fall. Na, muss man natürlich technisch dann auch mitmachen. Also das ist richtig. Ich hatte so einen Bass bei uns schon mehrmals im Laden gehabt zum Einstellen. Das ist eine richtige Masteraufgabe, das kann ich dir sagen. Auf jeden Fall ordentlich, ja. Naja, aber klar, ich meine, man muss schon sagen, dass Ibanez auch sehr viel Erfindergeist und sehr viel Pioniergeist in dieses Projekt legt und deswegen mit so individuellen Lösungen eben auch aufwarten muss, dass es eben funktioniert für das jeweilige Instrument. Und zum Beispiel haben wir hier nebendran dann den Fünfseiter Terra Firma. Das ist ja ein Single-Cut-Bass, wie wir hier sehen können. Das heißt, wir haben hier einen super langen Hals-Korpus-Übergang und wir haben fast, also der steckt sozusagen bis zum 12. Bund, also der halbe Bass ist quasi voll drin, im Korpus. Ja. Und das garantiert natürlich eine wunderbare Klangübertragung, einen schönen, warmen, satten Ton. Und hier ist eben die 5-Seiter-Version. Wir hatten letztes Jahr die 6-Seiter-Version neu vorgestellt. Genau, die steht auch bei uns im Laden jetzt. Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr edles Instrument, auch erschwinglich zu einem Preis unter 1000 Euro. Direkt rechts daneben haben wir sozusagen einen Soundgear Bass, der geschrumpft ist sozusagen. Einen Shortscale Bass mit 29 Zoll Mensur. Nee, 30 Zoll hat er, 30 Zoll. Gestimmt wie eine Gitarre von der Hardware, aber hier ist auch eine Gitarrenbridge. Aber die ganze Elektronik und die Mechanik. Aktive oben, Elektronik halt wie ein Bass. Genau, wie ein Bass im Endeffekt. Und gestimmt eine Oktave tiefer und von E auf E. Also es ist auch ein Instrument, das sehr im, da gibt es ja von Fender gab es früher schon mal so dieses Prinzip. Basics. Genau, richtig, ja. Und das geht hier nochmal in die Richtung mit ein bisschen, sagen wir mal, modernerem EQ für eben ja auch Rock. Das sind ja auch alles Instrumente, die so von der Idee aus der Ideenschmiede von Ibanez kommt. Also das ist jetzt nicht irgendwie zack, zack von irgendeinem Signature-Modell von irgendeinem Künstler, sondern das ist wirklich was ihr euch auch ausgedacht habt. Genau, richtig. Ja, bis auf den, wie gesagt, der hat schon ein Vorbild in der Vergangenheit, aber es geht ja auch darum, das alles in der Serie zu präsentieren, die preislich attraktiv ist. Und man hat hier eben sehr viele Exoten gesammelt, neu durchdacht, wie zum Beispiel den nächsten Bass, den wir gleich vorstellen. Das ist jetzt ein Fretless Bass mit geschliffenen Saiten, aber einem Griffbrett, das so lang wäre, als ob wir 30 Bünde sozusagen hätten. Und das ist mit einem, ich habe hier einen Piezo-Tonabnehmer in der Brücke und ganz normale Bartolini-Pickups, das heißt, ich kann wirklich einen E-Bass-Sound erzeugen, aber auch durch den Piezo eben einen Sound, der relativ dem Kontrabass ähnelt. Natürlich. Ja, genau. Ich habe gerade letztens einen Kunden bei mir im Geschäft gehabt, der hat gesagt, er sucht echt einen Bass, Fretless-Bass, der wirklich sehr stark nach einem Upright klingen soll. Und der hat dann so eingenommen. Da haben wir genau, das war wirklich 1:1 das, was er eigentlich gesucht hat. War sehr gut. Ist perfekt. Und wie gesagt, auch das Instrument ist sehr, sehr gut verarbeitet, sehr hochwertig, als 4- und 5-Seiter erhältlich und preislich sehr, sehr attraktiv. Und jetzt tatsächlich brandneu für 2015 haben wir hier diese Fanfret-Modelle. Da gibt es einen 5-Seiter und einen 6-Seiter. Das Prinzip Fanfret ist ja so gesehen nichts brandneues.
Man will eben mit der längeren Mensur für die tiefe Seite eben einen klareren Ton erzeugen und auch eine bessere Stimmbarkeit bei sehr tiefen Stimmungen. Und dadurch, dass die hohe Seite eben kürzer ist, ist die nicht gar so straff. Wenn ich jetzt jeder Seite die beste Mensur geben, die beste Mensurlänge. Im Endeffekt ja, im Endeffekt genau richtig, ja. Man kann sich natürlich streiten, ob das Sinn macht, ob man es braucht oder nicht, aber das kann man eigentlich immer. Und also ich habe den Bass schon gespielt und ich kann sagen, das macht absolut Sinn. Vor allen Dingen ist es halt auch wirklich eine Möglichkeit, so einen Bass mal zu spielen, auch für Leute, die einfach sich jetzt nicht so viel leisten können. Sagen wir es mal so. Also, weil normalerweise, man kennt ja die Bässe, die dann aber halt natürlich wesentlich teurer sind. Und richtig, es ist ein gutes Instrument. Richtig, auf jeden Fall. Und wir dürfen nicht vergessen, Ibanez ist da die erste Firma, die erste Major-Brand, die so ein Instrument eben in Serie herstellt. Und es geht ja auch genau darum, ich meine, es gibt alle möglichen Instrumente, gibt es schon, aber man muss ja auch immer überlegen, was kostet das Teil? Und will ich als jemand, der sowas ausprobiert, 2.500 Euro für einen Bass ausgeben und ich weiß gar nicht, ob es mir taugt? Und für einen Preis um 1.000 Euro kann man sowas auch echt mal machen. Und der ist ja, gerade auch so für die Kids, also weil die mögen schon dieses Fan-Fred-System sehr gerne und sind da auch ein bisschen experimentierfreudiger vielleicht als die älteren Leute. Auf jeden Fall, ja. Und in dem Bass kann man, und der Bass muss wirklich sagen, also die H-Seite ist richtig, richtig gut. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann diesen anderen Modellen, die ein bisschen teurer wären, nachstehen würde. Das ist wirklich ein super, super Bass. Ich war sehr begeistert. Auf jeden Fall, kann ich echt empfehlen. 6-Seiter-Version haben wir auch noch hier. Probiert's einfach mal aus, schaut beim Session vorbei, die haben bestimmt alles vorrätig. Ja, super. Danke, Stefan, für die Vorstellung dieser neuen Instrumente. Ich gebe dir auch nochmal die Hand. Gerne. Ich glaube, wir sehen uns dann nächstes Jahr bei der Musikmesse, aber vielen Dank für die Vorstellung. Wir.